16. März 1943. Das deutsche U-Boot 653 kehrt nach vierwöchigem Kampfeinsatz im Atlantik zur Basis zurück. Starten die Maschinen! Das Boot hat einen Maschinenschaden. Der Ausguck auf der Brücke sieht einen kurzen Funken, dann ein rotes Aufglühen. Feindkontakt! Die Zigarette eines Seemannes hat die Anwesenheit des feindlichen Schiffes verraten. Die Crew sieht in ihren Ferngläsern die Schatten dutzender feindlicher Schiffe. Wir sind mitten im Konvoi. U-653 hat sich irgendwie mitten in einen alliierten Konvoi hineinmanövriert. Dieser glückliche Zufall ist der Auftakt zu einer der größten Geleitzugschlachten des Zweiten Weltkriegs. Im Zweiten Weltkrieg ermöglichten U-Boote eine neue Kriegsführung. Mit Taktik und Feuerkraft griffen sie aus der Tiefe heraus an. Der Feind schlug erbarmungslos zurück. Mit revolutionären, aber auch einfachen Taktiken sollte der Verlauf des Krieges entschieden werden. Ihre Geschichten wurden zu Legenden. Nachdem er zufällig auf einen Konvoi der Alliierten gestoßen ist, versucht Kapitänleutnant Gerhard Pfeiler, der Entdeckung durch Alarmtauchen zu entgehen. Wie geht's euch allen? Aus sicherer Tiefe verfolgt U-653 den Kurs der Schiffe an der Oberfläche. Schraubengeräusche über uns. Stunden später taucht Pfeiler hinter dem Hauptfeld des Konvois auf. Er funkt die Koordinaten des Konvois an sein Hauptquartier. Innerhalb einer Stunde schließen 28 U-Boote zu U-653 auf und bilden eines der größten Wolfsrudel des Krieges. Voller Kraft voraus! Die in den nächsten 3 Tagen durch U-Boote herbeigeführten Verluste könnten die Schlacht im Atlantik zugunsten der Deutschen entscheiden. Am 15. März 1943 kämpft sich der Konvoi HX-229 auf nordnordöstlichem Kurs durch die raue See. Die Frachter werden von Kriegsschiffen beschützt. 3 Jahre nach Kriegsbeginn transportieren Konvois viele kriegswichtige Güter und Rohstoffe von Nordamerika nach Großbritannien. Der große Vorteil eines Konvois bestand darin, dass die Schiffe nicht verstreut waren. Aber die U-Boote mussten erst einmal in den Konvoi hineinkommen. Jeder Konvoi trägt eine Identifikationsnummer. HX heißt, dass der Konvoi aus Halifax kommt. 229 heißt, dass es zuvor bereits 228 Konvois gab. HX-229 holt zum langsam fahrenden Konvoi SC-122 aus New York auf. Zusammen umfassen sie fast 100 Handelsschiffe. Commander Gordon John Luther befehligt die Begleitschiffe von HX-229 auf dessen 4000 Kilometer langen Reise. Mit nur 5 Kriegsschiffen soll er 40 Frachter beschützen. Ein dürftiger Schutz. Er hatte nicht genug Schiffe, um den Konvoi zu beschützen. Es ist Luthers 2. Begleitschutz über den Atlantik. Das erste Mal ging alles glatt. Diesmal sollte er weniger Glück haben. Der deutsche Marinegeheimdienst erwartet ihn bereits.
Als die beiden Konvois von Nordamerika aufbrachen, konnte der deutsche Marinegeheimdienst die Funksprüche mitlesen. Dadurch konnten die ausgesandten U-Boote die Konvois stellen und angreifen. Großadmiral Karl Dönitz glaubt, Großbritannien durch das Abfangen der Konvois zur Kapitulation zwingen zu können. Es hieß immer, Dönitz brauche 300 U-Boote, um die Briten zu besiegen. Im Januar 1943 hatte er diese 300 U-Boote. Der Unterschied war, dass 1943 die U-Boot-Produktion ihren Höhepunkt erreicht hatte. Damit konnte Dönitz auf jeden Konvoi Wolfsrudel mit 50 oder mehr Booten abstellen. Die U-Boote waren niemals gefährlicher. Dönitz glaubt, mit dieser U-Boot-Flotte die Briten besiegen zu können. Im März 1943 waren bereits über 11 Millionen Tonnen Rohstoffe, Kriegsgüter und Nahrungsmittel im Atlantik versunken. Das Schicksal Großbritanniens steht auf der Kippe. Von den zwischen dem 1. März und dem 21. März eingesetzten Schiffen wurden 22% versenkt. Es war der Tiefpunkt des Krieges. Nahezu eine Katastrophe. Trotzdem muss Dönitz die Konvois erst aufspüren. Seine U-Boot-Staffeln praktizieren die Wolfsrudeltaktik. Die Wolfsrudel positionieren sich entlang der üblichen Route der Konvois. Die auf diesem Kurs fahrenden Schiffe werden irgendwann entdeckt. Wird ein Konvoi gesichtet, funkt man dessen Kurs an das U-Boot-Hauptquartier. Die U-Boote in der Nähe kommen hinzu und leiten den Angriff ein. Die einzige Chance im Kampf gegen einen Konvoi war die Wolfsrudeltaktik mit konzentrierten Angriffen mehrerer U-Boote. Einige lenkten die Begleitschiffe ab, während die anderen die Frachtschiffe torpedierten. Dönitz platziert das Wolfsrudel Raubgraf nordnordöstlich von Neufundland. Dönitz hatte die Information über einen riesigen, von West nach Ost fahrenden Geleitzug mit wichtigen Kriegsgütern erhalten. Also schickte er seine Wolfsrudel los, um diesen Konvoi abzufangen. Da Raubgraf jedoch zuerst einen anderen Konvoi angreift, ist man vor dem Wolfsrudel gewarnt. Die Alliierten ändern den Kurs von HX-229 und SC-122. Durch das stürmische Wetter können beide Konvois am Wolfsrudel Raubgraf vorbeischlüpfen. Vorerst sind sie sicher. Der deutsche Marinegeheimdienst hat die Kursänderung ebenfalls mitbekommen. Dönitz bewegte seine Figuren wie auf einem Schachbrett und zog für den Angriff auf die Konvois so viele U-Boote wie möglich zusammen. Zwei zusätzliche Wolfsrudel, Stürmer und Dränger, sollen die Frachter aufspüren und zerstören. Noch 5 Tage von seinem Ziel Liverpool entfernt, nähert sich Luthers Konvoi dem gefährlichsten Abschnitt der Reise, dem sogenannten Teufelsrachen. Die Deutschen haben ihre Wolfsrudel meist in der Mitte des Atlantiks zusammengezogen. Anfang 1943 waren das jede Menge U-Boote. Die alliierten Schiffe sind auf Luftunterstützung angewiesen. Mit Radar bestückte Langstreckenbomber sollen die U-Boote durch Wasserbomben zum Abtauchen zwingen. Das soll die Angriffe auf Frachtschiffe reduzieren. Doch mitten im Atlantik gibt es einen Bereich, den die Flugzeuge nicht abdecken können. Die Alliierten nennen es die Luftlücke. Mitten im Atlantik gab es einen Bereich, den die Flugzeuge aus Kanada, Island oder Nordirland nicht erreichen konnten.
Den Flugzeugen fehlte die Reichweite. Also haben sich die U-Boote auf diesen Bereich konzentriert, denn dort drohte ihnen die geringste Gefahr. Die Schiffe befinden sich maximal 3 Tage in dieser Luftlücke. Ohne Luftunterstützung und mit nur 5 Kriegsschiffen zum Schutz von HX-229 läuft Luther direkt in Dönitz' Falle. Irgendwo zwischen Neufundland und der Route nach Irland würden die U-Boote ihn aufspüren. Trotz eines Wintersturms suchen die Boote von Raubgraf nach dem Konvoi. Der Besatzung blies der Wind mit über 100 Stundenkilometern ins Gesicht. Die Temperaturen lagen knapp über Null. Die offene Brücke wurde von Brechern überspült. Trotzdem standen sie mit Ferngläsern auf dem Turm und suchten in 3 Richtungen nach feindlichen Schiffen. Das Sichten von Schiffen ist selbst bei gutem Wetter schwierig. Die U-Boot-Besatzung hatte Schwierigkeiten, die Konvois überhaupt zu entdecken. Es war die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nach 4-wöchigem Einsatz mit dem Wolfsrudel Raubgraf fällt der Steuerbordmotor von U-653 aus. Wegen Treibstoffmangels muss Pfeiler bei einem Tankschiff andocken, ehe er zur Reparatur in den Heimathafen zurückfährt. Trotz der reduzierten Kampfbereitschaft bleibt der Turm besetzt. Bei langsamer Fahrt Feindkontakt! Macht die Brückenwache eine Entdeckung. Man sah kaum etwas. Doch leider hat sich jemand auf einem der Schiffe eine Zigarette angezündet. Das hat der Ausguck des U-Boots gesehen. U-653 hat sich mitten in einen alliierten Konvoi hineinmanövriert. Pfeiler hat nicht genügend Torpedos für einen Angriff, aber er befehligt die stärkste U-Boot-Klasse im Atlantik. Wir sind mitten im Konvoi. Er muss dem Konvoi folgen, ohne selbst entdeckt zu werden. Volle Kraft voraus! Pfeiler befiehlt Alarmtauchen, um unsichtbar zu bleiben. Die meisten Crewmitglieder rennen zum Bug. Wie geht's euch allen? Sie hören, wie unterschiedliche Schiffstypen über sie hinwegziehen. Schaumgeräusche über uns. Das Geräusch der Propeller gibt ihnen die Richtung an, ohne selbst entdeckt zu werden. Stunden später taucht Pfeiler unbemerkt hinter dem Hauptfeld und den Begleitschiffen auf. Der Funker setzt eine kodierte Nachricht an das Hauptquartier ab. 3 Buchstaben des Morsealphabets. Sobald ein Boot im Operationsgebiet Feindkontakt hatte, funkte es die Koordinaten zur Berechnung des Abfangkurses durch. Als genügend U-Boote versammelt waren, wurde der Nachtangriff vorbereitet. Die Wolfsrudel wurden allein per Funk dirigiert. Anders ging es nicht. Karl Dönitz plant jeden Zug. Er dirigierte die Wolfsrudel über einen Kurzwellensender. Hoch, runter, links, rechts, vorwärts, rückwärts. Je nach Nachrichtenlage. Die Sichtung begeistert Dönitz. Er hat nun ein lohnendes Ziel. Der Rest des Wolfsrudels Raubgraf ist nur 130 Kilometer entfernt. Dönitz befiehlt, mit Höchstgeschwindigkeit auf den Konvoi zuzufahren.
U-653 beschattet den Geleitzug und gibt dabei ständig dessen Kurs durch. Von Osten kommen 11 Boote der Wolfsrudel Stürmer und Ränger hinzu. Gegen Abend ziehen 38 U-Boote dem nur schwach geschützten Konvoi entgegen. Es war einer der zahlenstärksten U-Boot-Angriffe auf alliierte Konvois. Da sein Diesel zur Neige geht, wird Pfeiler nach Hause zurückbeordert. Doch U-615 und drei weitere Boote verfolgen weiterhin HX-229 und dessen tausende Tonnen schwere Ladung. Alle 2 Stunden wird eine aktuelle Position gefunkt. Auch die anderen U-Boote passen ihren Kurs entsprechend an. Das Wolfsrudel formiert sich, hat aber noch nicht die volle Kampfstärke. Doch sie folgen Luthers Konvoi in die Luftlücke hinein. Die Luftlücke war das größte Operationsgebiet im Nordatlantik mit den meisten Versenkungen. Ende 1942 bis Anfang 1943 konnten die Deutschen ihre Boote nach Belieben einsetzen. Die U-Boot-Skipper haben nur 2 bis 3 Tage für ihre Einsätze, ehe sie von alliierten Bombern vertrieben werden. Schieben! Einige U-Boote verfolgen HX-229 und melden dessen Positionen an andere Wolfsrudel weiter, die immer näher kommen. Aber nicht nur die deutschen Funker hören mit. Auch die alliierten Horchposten auf dem Festland sind auf Empfang. Obwohl nicht alle Nachrichten entschlüsselt werden können, ist bereits deren Empfang äußerst wichtig. Selbst wenn man den verschlüsselten Inhalt nicht kannte, wusste man über die Positionsortung, dass er von einem U-Boot kam. Über 2 oder mehr Küstenstationen fangen die Alliierten die Morsesignale mit Hochfrequenztechnik ab. Im Schnittpunkt dieser einfachen Triangulation muss sich das U-Boot in etwa befinden. Jeder Funkspruch konnte abgefangen und mittels Triangulation dem funkenden U-Boot zugeordnet werden. Die alliierte Gefechtsleitstelle nutzte diese Erkenntnis zur Ortung der deutschen U-Boote. Die britische Admiralität gibt die Berechnungen an die HMS Volunteer und damit an Luther weiter. Luther war in einer tödlichen Zwickmühle. Die Geheimdienste warnten ihn vor der Umklammerung durch die Wolfsrudel. Er hat aber nur 3 Schiffe sowie einen Zerstörer. Doch das war angesichts der bevorstehenden Angriffe nicht ausreichend. Da Luther den Angriff von Norden erwartet, platziert er seine Volunteer an der Backbordseite der Frachtschiffe. Die anderen Begleitschiffe postiert er an den Eckpunkten des Konvois. Es sind bereits 7 U-Boote in der Nähe. Dönitz wartete manchmal ab, bis der Konvoi aus 6, 8 oder gar 20 Booten bestand. Erst dann gab er Befehl, in der Nacht anzugreifen. An Bord von U-603 befiehlt Oberleutnant zur See Bertelsmann den Überwasserangriff. Bertelsmann befand sich zwischen 2 Begleitschiffen. Einem von den Amerikanern an die Briten ausgeliehenen Zerstörer und einer Korvette. Er schlich an den Konvoi heran, um seine Torpedos abzufeuern. Während Bertelsmann in Schussposition geht, dirigiert Luther den Konvoi nach Süden. Er hofft, damit den nördlich und westlich gesichteten U-Booten zu entkommen. You need luck. Man brauchte Glück, denn selbst wenn man in Schussposition war, konnte sich der Konvoi durch Zickzackkurs entfernen. Man musste sich neu positionieren. Es konnte aber auch sein, dass ein nicht so gut stehendes U-Boot dadurch in die perfekte Schussposition kam.
Luthers Kurskorrektur bringt Bertelsmann wesentlich früher in eine Angriffsposition. U-603 und dessen Crew sind über einen Monat auf See. Sie haben bereits zwei Schiffe eines anderen Konvois versenkt. Nun haben sie nur noch vier Torpedos. Drei davon mit einem neuartigen Zielsuchermechanismus. Die Deutschen besaßen einen neuen Torpedo mit eigenständiger Zielsuche. Er wurde außerhalb des Konvois abgefeuert und kreuzte in Schlangenbewegungen selbstständig auf das Ziel zu. Die eigenständige Zielsuche treibt den Torpedo so lange in gleichmäßigen Wendungen voran, bis entweder der Treibstoff erschöpft ist oder ein Ziel getroffen wird. Man dachte, das U-Boot sei innerhalb des Konvois und nicht außerhalb. Ein riskantes Verfahren. Da das Zielsystem nicht zwischen alliierten Schiffen und dem eigenen Boot unterscheidet, sind beide in Gefahr. Schieben, da geht doch! Der deutsche Funker warnt andere U-Boote vor dem Abschuss solch eines Torpedos. Sobald ein U-Boot ein anderes vor dem Abschuss dieses Torpedos warnte, ging es auf Sicherheitsabstand. Wenn möglich, tauchte es tiefer ab, damit der Torpedo über das eigene Boot hinwegzog. Torpedo 2 und 3 laden. Bertelsmann lässt seine verbliebenen Torpedos abfeuern. Feuer! Es war Glückssache, wo und wann der Torpedo einschlug. Manchmal verfehlte er zwei Ziele und traf erst das dritte. Die mit Weizen und Mangan beladene Ellen Kay fertig machen zum Abtauchen. Wird schwer beschädigt. Als Luther den Angriff auf eines der Schiffe bemerkt, Feindkontakt, befiehlt er eine sogenannte Triangelbewegung. Die Begleitschiffe beschreiben einen nach außen gerichteten Dreieckskurs, um das U-Boot in ihrem Sektor aufzuspüren. Das Radar soll überwasserfahrende Feinde erfassen. Das Astig-Sonar sucht nach abgetauchten U-Booten. Doch Bertelsmann kann dem Astig entgehen und zur Basis zurückkehren. Luthers Begleitschiffe können in ihren Sektoren kein einziges U-Boot entdecken. Die HMS Pennyworth entdeckt die Rettungsboote der von Bertelsmann versenkten Ellen Kay. Luthers Konvoi hat kein designiertes Rettungsschiff. Daher soll das letzte Schiff des Hauptfeldes die Überlebenden aufnehmen. Doch die Überlebenden der Ellen Kay wurden zurückgelassen. Eines von Luthers kostbaren Begleitschiffen muss die Überlebenden retten. Gegen Mitternacht werden die Ladung und die Crews von HX-229 nur noch von drei Begleitschiffen verteidigt. Immer mehr U-Boote versammeln sich und gehen auf Angriffsposition. U-758 unter Helmut Mansek hat seit über 12 Stunden Feindkontakt. Entfernung von Feind 2000 Meter. Er schleicht sich an der ungeschützten Steuerbordseite an. Feuererlaubnis. Mansek feuert vier Torpedos in den Konvoi. Zwei Frachter werden getroffen. Als die Schlacht begann, stürzten die Alliierten ins Chaos. Feuer! Fast gleichzeitig feuert ein zweites U-Boot. Die Folgen für den Frachter SS Harry Luckenbeck sind verheerend. Die U-Boote griffen von überall an. Mehrere Schiffe versanken gleichzeitig. Das reinste Chaos, von dem allein die Deutschen profitierten. Kurz nach Mitternacht beginnt Kapitänleutnant Siegfried Strelow mit seinem Angriff. Feuererlaubnis. Er trifft den US-amerikanischen Liberty-Frachter William Eustace, der 7000 Tonnen Zucker geladen hat. Luther zögert nicht lange.
Auch er dreht bei, um Überlebende zu retten. Die restlichen Schiffe von HX-299 fahren ohne jeden Geleitschutz weiter. Die Crews hoffen, die U-Boot-Angriffe überstanden zu haben. Doch die Schlacht hat gerade erst begonnen. In den ersten Minuten erfolgen jedoch keine weiteren Angriffe. Die Volunteer nimmt als erste ihre alte Position im Konvoi ein. Kurz darauf sind auch die Mansfield und die Beverly auf Verteidigungsposition. Die Verschnaufpause ist nur kurz. U-600 unter Kapitänleutnant Bernhard zur Mühlen. Welcher Kurs liegt an? 20 Nordwest. Ist dem Geleitzug seit 4 Stunden gefolgt. Er hat den Angriff beobachtet. Mit Ende seiner Ausbildung wurde zur Mühlen im September 1941 zum Kapitän von U-600 ernannt. Beide Maschinen volle Kraft voraus. Er manövriert sein Boot vor den Konvoi. Torpedorohr 1 und 4 laden. 1 und 4 laden. Dann lässt er einen Fächer aus 5 Torpedos los. Torpedo 1, Feuer. Torpedo 1, Feuer. Torpedo 4, Feuer. Drei Schiffe werden getroffen. Darunter auch die mit 10.000 Tonnen Treibstoff beladene Southern Princess. Die U-Boote fraßen sich regelrecht in den Konvoi hinein. Als U-600 einen Tanker versenkte, war dessen flammende Explosion für die U-Boote, nicht aber für den Konvoi, ein triumphaler Anblick. Luther schickt 2 Begleitschiffe los, um Steuerbords nach U-Booten zu suchen. Seine HMS Volunteer sichert die Backbordseite. 2 überwasserfahrende U-Boote werden entdeckt und abgedrängt. Luther tat sein Bestes. Er drängte zwar einige U-Boote ab, hatte aber zu wenige Schiffe, um der Gefahr effektiv zu begegnen. Echo-Kontakt auf 320, rechts. Obwohl das Aztec der Begleitschiffe einige U-Boote aufspürt, bleibt die Jagd erfolglos. Zur Mühlensattacke war die letzte in dieser Nacht. Im Morgengrauen werden die Verluste des Konvois sichtbar. Dank Luthers schneller Reaktion wurden 447 der 590 schiffbrüchigen Seeleute gerettet. Das Wolfsrudel Raubgraf konnte 8 Frachter des Konvois HX-229 versenken. Etwa 150 Kilometer vor ihnen wurde auch der Konvoi SC-122 nachts angegriffen. Das erste Boot des Wolfsrudels Stürmer konnte hier bereits 4 Schiffe versenken. Der ersten Angriffswelle der U-Boote fielen 12 alliierte Frachter zum Opfer. Eine ziemlich gute Bilanz. Doch es ist ein einseitiger Kampf. Nur 2 U-Boote werden in der Schlacht beschädigt. Im U-Boot-Hauptquartier treffen unentwegt Funksprüche ein. Fast 90.000 Tonnen an Laderaum wurden versenkt. Schließlich wird Dönitz klar, dass seine Boote nicht einen, sondern 2 Konvois abgefangen haben. In this case, der Fehler lag eindeutig bei der Einsatzplanung der Konvois. Sie nahmen die gleiche Route und mussten daher an den auf der Lauer liegenden deutschen U-Booten vorbei. Das wurde später analysiert und hat sich auch nicht wiederholt. Dönitz befiehlt den Kapitänen, die Angriffe noch zu verstärken. Der Konvoi HX-122 erlitt die größten Verluste aller Geleitzüge dieses Krieges. In London stritt man darüber, ob Konvois wirklich den besten Schutz boten.
Man musste eine Alternative finden, aber es gab leider keine. Am nächsten Tag vertieft sich die Krise der Alliierten. Der vormals nachfolgende Konvoi HX-229 schließt zum langsamen Geleitzug SC-122 auf. Damit sind fast 100 kaum geschützte Frachter in die Falle der Deutschen getappt. Und das auf 150 Quadratkilometern Fläche. Die ersten Boote des Wolfsrudels Raubgraf haben kaum mehr Treibstoff und Torpedos. Sie müssen abdrehen. Doch die Kapitäne von Stürmer und Dränger setzen ihre Angriffe fort. HX-229 kann noch nicht mit Luftunterstützung rechnen. Wäre er nicht so weit südlich, hätten Flugzeuge ihm helfen können. Doch am 17. März befindet sich HX-229 noch mitten in der Luftlücke. Immer mehr U-Boote versammeln sich. Luthers Begleitschiffe müssen allein kämpfen. 38 Boote der Wolfsrudel Stürmer und Dränger haben die Konvois umzingelt. Trotz des Risikos nehmen sie sich am 17. März bei Tageslicht ein Schiff nach dem anderen vor. Doch im Verlauf des Tages klart der Himmel auf. Endlich können die alliierten Korvetten und Zerstörer offensiv werden, um U-Boote zu orten und anzugreifen. Kapitänleutnant Kurt Lange kommandiert bei seiner ersten Feindfahrt das U-Boot 530. Er hat HX-229 gerade gesichtet und gibt dessen Position durch. Frachter, Backbord voraus! Der Skipper will seine Entdeckung durch Alarmtauchen vermeiden. Doch das Astig, neuer Kontakt, des Zerstörers HMS Beverly erfasst ihn. Es kommt zum Angriff. U-530 geht tiefer, um dem Angriff zu entgehen. Das Sonar der Beverly empfängt weiter das Echo des U-Bootes. Mit der genauen Ortung bringt sich die Beverly in Position und wirft ihre Wasserbomben ab. Der Kommandeur hatte die schwere Aufgabe, seine Mannschaft zu beruhigen. Man konnte nur abwarten und hoffen. Mehr war nicht möglich. Die Außenhülle wird stellenweise beschädigt. Wasser dringt ins Boot. Das zusätzliche Gewicht zieht U-530 abwärts. Das Boot sinkt auf fast 245 Meter ab. Alle waren gestresst, der Adrenalinpegel stieg, aber man konnte das Adrenalin nicht durch Bewegung abbauen. An ihren Füßen bilden sich Pfützen. Das Boot ächzt unter dem Druck. Lange und seine Crew hören den Zerstörer an der Oberfläche vorbeiziehen. Lange musste anerkennen, dass nun er der Gejagte war. Er konnte nur auf sein Glück vertrauen, denn gegen den Zerstörer war er machtlos. Bei U-Booten gab und gibt es selten Verwundete. Wenn ein U-Boot sank, kam meist keiner mehr nach Hause zurück. Nobody's walking home.
Doch U-530 hat großes Glück. Die Beverly hat den Kontakt zu dem U-Boot verloren. Weiter so, weiter so! Als alles wieder ruhig ist, wird die Crew aktiv. Gut so, weiter! Wegen der abnehmenden Batterieleistung steigen sie nur in 10-Meter-Schritten auf. Er musste seine Batteriekapazität für den Vortrieb sparen. Andernfalls wäre das Boot immer tiefer abgesackt. Nach dem 2-stündigen Angriff erreicht das beschädigte U-Boot wieder die Oberfläche. Sie haben es geschafft. Sie haben Glück, noch am Leben zu sein. Weitere alliierte Angriffe am 17. März führen dazu, dass 12 U-Boote den Kontakt zum Konvoi verlieren. Der Kommandant eines Begleitschiffes versuchte immer, das U-Boot auf Abstand zu halten, wenn er es schon nicht versenken konnte. Langsam kippt die Waagschale zugunsten der Alliierten. Trotz der Angriffe durch deutsche U-Boote nähern sich die Konvois dem Rand der Luftlücke. Endlich sind die Konvois in Reichweite alliierter Flugzeuge. Jetzt werden die Wolfsrudel auch aus der Luft bekämpft. Langstreckenbomber wie Liberators, Sunderlands und sogenannte fliegende Festungen geben Luftunterstützung. Die erschöpften Besatzungen der Begleitschiffe können durchatmen. Die Flugzeuge von der europäischen Küste waren wie das Eintreffen der rettenden Kavallerie in einem Western. Die Flugzeuge zwangen die U-Boote unter Wasser, was deren Mobilität erheblich beeinträchtigt hat. Eine fliegende Festung des 206. Schwadrons fliegt vor dem Konvoi her, um ein unvorsichtiges U-Boot zu überraschen. Feindlicher Flieger! Alarm! Alle Mann von Deck! Alarm! U-384 kann den 4 Wasserbomben des Flugzeuges nicht mehr durch Alarmtauchen entkommen. An beiden Seiten des Bootes sind Explosionen zu sehen. U-384 sinkt auf den Meeresgrund und reißt 47 Besatzungsmitglieder mit in den Tod. Die tödliche Waffe der Deutschen wird zum eisernen Sarg. Jetzt waren die Konvois unter dem wirksamen Schutzschirm alliierter Flugzeuge. Dönitz konnte seine U-Boote nur zurückziehen, um sie wieder innerhalb der Luftlücke einzusetzen. Dort fuhren die Konvois ja ohne Luftunterstützung. Dönitz bricht den Angriff endgültig ab. HX-229 und SC-122 haben die dreitägige Angriffswelle überstanden. Wenn auch mit verheerenden Verlusten. Feuer! Von beiden Konvois wurden 22 Schiffe mit einer Gesamttonnage von 146.000 Tonnen zerstört. Auf 11 der verbliebenen Schiffe drängen sich mehr als 1.100 Überlebende. Während der U-Boot-Angriffe im März 1943 hat Dönitz' Wolfsrudeltaktik perfekt funktioniert. Dieser Erfolg bestärkt Deutschland im Glauben, den Krieg im Atlantik gewinnen zu können. In den ersten 3 Wochen des März 1943 wurden alle Konvois im Nordatlantik abgefangen. Mehr als die Hälfte wurde von U-Booten angegriffen. Doch Ende März wendet sich das Blatt erneut. Es gab mehr Unterstützung. Auch das Wetter wurde besser. Ende März waren die Alliierten deutlich im Vorteil. Das längere Tageslicht, bessere Ausrüstung und mehr alliierte Flugzeuge ermöglichen die Schließung der Luftlücke.
Im Frühjahr 1943 wurde die Luftüberlegenheit offensichtlich. Die Luftlücke wurde durch kleine Flugzeugträger und viermotorige Flugzeuge, die alle mit Radar bestückt waren, geschlossen. Wo sollte Dönitz noch hin? Ende Mai konnte er nirgendwohin mehr ausweichen. In nur 8 Wochen war aus dem Sieg der Deutschen, was auch immer man darunter verstand, eine Katastrophe geworden. Die Angriffe auf die Konvois SC-122 und HX-229 waren nur kleine Gefechte, aber sie markierten den Anfang vom Ende der Schlacht im Atlantik. Doch es ist nicht nur der bessere Schutz aus der Luft, der den U-Booten zu schaffen macht. Der Schlüssel des Erfolgs der Wolfsrudeltaktik war der zentral gelenkte Funkkontakt der Kriegsmarine. Da man damit aber die Position eines U-Boots preisgab, lag darin auch der Kern für dessen Zerstörung. Die Alliierten optimieren ihr Nachrichtensystem. Auch das Wetter wird besser. Die Luftlücke schließt sich. Nun können sich die Deutschen nirgendwo mehr verstecken. Im Mai zieht Dönitz seine Boote aus dem Nordatlantik zurück. Die Wolfsrudel werden einer völligen Unterbrechung des alliierten Nachschubs nie mehr so nahe kommen wie in den dunklen Nächten im März des Jahres 1943.